Einen wunderschönen guten Tag aus dem Stadio Giuseppe Meazza hier in Mailand, liebe Zuschauer. Es ist ein herrlicher Sommernachmittag. Dementsprechend gut ist die Stimmung bei den wieder vornehmlich deutschen Fans. Aber auch die Erwartungshaltung ist sehr hoch nach den bisher überzeugenden Leistungen der deutschen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Sie brauchen nur noch einen einzigen Punkt, um Gruppensieger zu werden. Das wissen Sie. Und gegen Kolumbien heute Nachmittag geht man eigentlich davon aus, dass dies klappen möge. Ab 17 Uhr können Sie sich zu Hause live davon überzeugen. Davor noch ein paar Informationen von beiden Seiten. Der deutsche Tag bei den Fans und der deutsche Tag im Lager zum Beispiel. Wie geht sowas ab? Wie geht das vonstatten? Uli Köhler und ich haben sich informiert. Heute Morgen 9 Uhr, bereits 8 Stunden vor dem Spiel, packen die ersten fliegenden Händler am Stadion ihre Ware aus. Mit Deutschlandartikeln ist Geschäft zu machen in diesen Tagen. Während die Hüte mit den italienischen Farben allerhöchstens das Sortiment auffüllen. 40.000 Fans werden wieder kommen und sie decken sich reichlich ein. Äußeres Zeichen der Solidarisierung mit einer Mannschaft, die plötzlich wieder ganz oben steht auf der Sympathieskala. Auch die Küche bietet wohl Vertrautes. Die Fußballwallfahrer werden sogar nicht mal ihr Lexikon bemühen müssen, um zu begreifen. Inzwischen sind die ersten Fans eingetroffen, morgens um 10. Sie kommen aus Minden und reisen aus ihrem Urlaubsort am Gardasee zu den deutschen Spielen. Die Fahnen kaufen sie gerade, fehlen nur noch die Tickets. Und Karten? Ja, müssen wir doch besorgen. Meint ihr, dass ihr welche bekommt? Ja, das wissen wir schon sicher. Lassen wir wahrscheinlich auch nicht ausverkaufen. Was seid ihr denn bereit auszugeben? 40, 50 Mark, mehr brauchen wir nicht ausgeben. Zur gleichen Zeit in Erba. Zur Entspannung ging die Mannschaft noch einmal spazieren. Danach wurde leicht trainiert. Und Uwe Bein wird hier wahrscheinlich Andi Möller trösten, der wieder einmal, nicht einmal auf der Reservebank sitzt. In diesen Gemäuern, wo einst schon Kaiser Barbarossa seine Schlachtpläne entwarf, versammelte Kaiser Franz seine Mannen zur letzten Lagebesprechung. Holger Osig berichtet. Wir haben natürlich auf die Ernsthaftigkeit dieser Begegnung hingewiesen, dass auf keinen Fall die Kolumbianer zu unterschätzen sind, dass wir den Gruppensieg heute untermauern wollen und dass die Mannschaft weiterhin so konzentriert spielen soll wie bisher. Mittlerweile ist es 13 Uhr. Vor dem Stadion tauchen die ersten Schwarzhändler auf. Noch sind die Preise stabil. Für 4 Tickets in der zweiten Kategorie verlangt er 500 Mark. Aber wer Geduld hat, bekommt es billiger. Es wird gefeilscht. Ja, was ist jetzt? Wollt ihr meine Karte oder wollt ihr meine Karte nicht? Nein, billig. Nicht. Der ist ja schon billiger hier. Wir wollen eine Karte noch nicht. Ja. Sind wir billiger geworden, je näher wir rankommen. 50.000, 30.000 rausgeholt. Ja. Womit sind die angefangen, mit welchen Preisen? 70.000. Für vierte Kategorie? Für vierte Kategorie allerdings. Das waren jetzt 50.000 für dritte Kategorie. Und die habt ihr runtergehandelt? Ja, meine Chef sagt halt, nee, geht weiter und dann laufen sie einem nach. Geht schon. 14 Uhr. Es beginnt stimmungsvoll zu werden. Samba aus dem Westerwald. Schwarz-Rot-Gold hat Konjunktur. Das neue Wir-Gefühl kennzeichnet die Gesichter. Alle zeigen Flagge. Mit dem Vaterlandstolz, ne? Wir haben gerade darüber gesprochen. Ich glaube, wenn ein Stolz sich in dieser Art ausdrückt, dann ist es unheimlich positiv zu bewerten. Wenn man ihn verbindet mit dem Sport und man versucht, etwas zu genießen, so wie es momentan die Fußballfans versuchen, unsere Spiele zu genießen. Ich glaube, dann gibt es keinen Grund, irgendwo dann skeptisch zu sein. Sicherlich ist es immer ein heikles Thema, mit Stolz darüber zu reden, wenn vor allem gerade momentan, wenn man die deutsche Politik berücksichtigt. Aber ich glaube, da braucht man keine Bedenken haben. 14.20 Uhr, Abfahrt vom Castello di Casilio. Holger Osig, wie sind die letzten Informationen? Wie schaut die Mannschaftsausstellung aus? Ja, die einzige Änderung hat sich ergeben, dadurch, dass Andreas Brehme gesperrt ist. An seiner Stelle wird Hans Flügler auf der Seite spielen. Ansonsten spielt die Mannschaft unverändert. Ankunft in San Siro. Die Hauptpersonen fahren per Bus ins Stadion. Die anderen kommen per Straßenbahn. Und voller Optimismus. 3:0 der Tipp für das Kolumbienspiel, doch egal wie es ausgeht. Eine Ehrenrunde von der Mannschaft im herrlichen Stadion hätten die Fans auf jeden Fall verdient, doch dazu wird es nicht kommen. Ehrenrunde ist schwierig, denn da wird man sofort von der FIFA bestraft. Wir haben also Anweisungen, selbst der Trikottausch darf nicht am Spielfeld geschehen, sondern erst in den Kabinen. Was wir für die Fans tun können, das Einzige, wo sie sich am meisten darüber freuen, weiterhin gut zu spielen.